Am nächsten Montag findet die dritte Sprungbrettveranstaltung im Bernhard-Theater statt. Das ist auch der Grund, wieso dass wir den Heino Orbini hier bei uns haben an der Vera. Heino Orbini, Sie sind Vorstandsmitglied von der Showszene Schweiz. Was ist das für eine Organisation? Die Showszene Schweiz setzt sich zusammen aus Journalisten, aktiven Künstlern, Agenturen, also praktisch alles Medienschaffende, die mit der Showszene in der Schweiz zu haben. Sind das Profis bereits oder ist die Showszene für junge Künstler etwas Wichtiges? Also so wie ich informiert bin, ist das für junge Künstler eine absolut wichtige Sache, weil das ist Sprungbrett und dort haben sie ja das erste Mal Möglichkeit. Ist das richtig? Also in der Showszene in der Schweiz sind zum grössten Teil Profis, eben sei es jetzt ein Journalist, das ist sein Beruf. Was wir machen, ist eben, Sie haben es vorher angetönt, das ist das Sprungbrett. Das ist für die Jungen, die können sich bei uns melden und haben da Gelegenheit, vor Publikum in Zusammenarbeit mit Fernseh DRS, mit dem Radio, ihre Produktion zum Besten geben. Was muss man denn da für Voraussetzungen mitbringen? Voraussetzungen sind einmal das Alter, man sollte also nicht über 30 sein. Mit 63 ist einer, wenn man sagen, es geht nicht mehr in ein Sprungbrett. Er kann auch noch anfangen mit 63. Es soll nicht abhalten, aber es ist doch gerechnet für die Jungen, die einmal vor einem grossen Publikum, vor Fachleuten vom Radio und vom Fernsehen, gerne möchten ihre, das, was vielleicht daheim vor dem Spiegel geübt haben, was vielleicht auf Kassetten haben, an einem Unterhaltungsabend, haben sie vielleicht Erfolg mit dem Lied, sie haben vielleicht ein Lied selber komponiert, einen riesen Erfolg, sagen alle, gang doch einmal, mach doch etwas, sie wissen nicht woher, für das ist eigentlich Sprungbrett da, dass die Jungen Chancen haben, Gelegenheit, vor Leuten, die es nachher auch beraten, wo sie können die Videoaufnahmen können sie anschauen. Sie hören es auch am Radio selber, weil am Samstag drauf ist dann meistens die Sendung, die ausgestrahlt wird vom Radio DRS. Gibt es denn die Showszenen, also das Sprungbrett nur in Zürich oder ist es in Basel, in Bern, in Luzern? Gibt es denn auch eine ähnliche Veranstaltung oder eine ähnliche Szene? Eine ähnliche Szene gibt es auch in den anderen Städten, wobei Sprungbrett selber ist nur in Zürich. Es gibt so regionale Festival mit Nachwuchskünstlern. Das gibt es im Wallis drinnen. Das ist ja bekannt worden durch Michel Villa. Das gibt es auch in der Ostschweiz, in St. Gallen, in Romanshorn. Ich glaube auch in Zug machen sie das, in Luzern. Aber Sprungbrett selber, die Sprungbrettveranstaltung ist im Bernhard-Theater in Zürich. Wie sind da die Chancen für einen jungen Künstler, wenn er etwas komponiert hat, wie Sie vorher gesagt haben, überhaupt Möglichkeiten in diesem Sprungbrett können aufzutreten? Möglichkeiten, also die Chancen sind sehr gut, würde ich sagen, wenn es verhebt. Das ist natürlich auch die Voraussetzung, dass es ein bisschen verhebt, dass es ein bisschen Hände und Füße hat, die Produktion. Nicht, dass es einfach nur ein leeres Blabla ist. Sie können sich anmelden. Ich kann ja da geschwind die Adresse durchgeben. Das ist Showszene Schweiz, Postfach 586 in 8026 Zürich. Wie ist denn das mit den Kosten? Müssen denn die Künstler selber für Kosten aufkommen oder werden die von der Showszene finanziell unterstützt? Finanziell unterstützt wird eigentlich nur der, der weit her anreist. Also das Bahnbillett wird ihm vergütet. Es gibt also auch keine Preise. Das ist also nicht wie ein Festival, wo es einen ersten, einen zweiten, einen dritten gibt. Das wollen wir eigentlich nicht. Der Zweck ist von dem Sprungbrett, dass wir die Jungen können auffordern können, um dort herzukommen, vor einem Fachpublikum aufzutreten. Was die Chancen haben, ist natürlich im Best-of. Das ist die vierte Sendung dann. Sind die, die den ersten drei am besten abschneiden, die besten 10 oder auch 11, kommen dann in The Best Of. Und daraus wird dann der beste Nachwuchskünstler gewählt. Und der kommt dann in einer Live-Sendung am Fernsehen, das ist im Januar, kommt er seinen Preis über. Kann man denn bereits, also zuerst mal, wie lange gibt es die Showszene in der Schweiz schon? Die Showszene in der Schweiz gibt es noch nicht so lange. Das ist eigentlich eine Fusion aus dem Showbiz-Stamm und aus dem Klein. Da gibt es, wenn mich nicht alles täuscht, seit dem 79. Und auch Sprungbrett gibt es noch nicht so verrückt lang. Vorher hat man auch so ein Nachwuchskünstler-Festival gemacht. Sporadisch. Und jetzt ist das fest integriert. Im Bernhard Theater weiss man einfach, 4 Montagabende sind fest reserviert für Sprungbrett.
Welcher bekannte oder bekannte Schweizer Künstler hat es bereits geschafft, vom Sprungbrett abzuspringen und ich sage jetzt eine nationale oder im kleinen Rahmen eine internationale Karriere können aufzubauen? Ja, also wenn ich gerade so zurückdenke, ich habe ihn vorher erwähnt, Michel Villain, auch ein Pete Schweber, Rollis Peppet Show, ebenfalls ein Spitzenkünstler aus dem Showbusiness. Und das sind auch, ich würde sagen, das sind mal die drei, wo ich sage, die haben es bereits geschafft, den Kontakt mit der Spitze zu schaffen. Und wie sieht es jetzt aus? Sie haben gesagt, es gibt drei Sprungbrettveranstaltungen jedes Jahr und dann das vierte das Best-of. Wie sieht es aus für das nächste Jahr? Haben Sie da schon genug Anmeldungen oder vielleicht motivierte junge Künstler hier aus der Region? Können Sie sich auch noch anmelden für das nächste Jahr? Selbstverständlich. Auch die müssen solche, die aufhören. Solche, die sagen, meinen, das sei wahnsinnig leicht, so am Rampenlicht zu arbeiten. Wir können einfach so vor ein Mikrofon stehen, dann können wir den Plattenvertrag und dann können wir einfach zur Kasse, dann können wir den Scheck einfahren. Das stimmt leider nicht. Das Business ist hart, aber eben, es gibt immer wieder solche, die es arbeiten. Und wieso nicht die Chance wahrnehmen? Junge Künstler sollen sich bei uns melden. Und in der Schweiz, wie sehen Sie persönlich die Zukunft für junge Musiker in der Schweiz? Die sehe ich eigentlich sehr gut. Denn was noch fehlt, ist eben so ein Lokalfernsehen, wie es Hasli TV ist. Dann bei unserem Fernsehen heisst es immer, ja, wir haben kein Gefäß für den Künstler, aber es gibt ja noch ein ARD und es gibt ja noch ein ZDF. Es ist teilweise schade, dass die Schweizer nicht unterstützen. Die nächste Gruppe, die wir sehen, meine Damen und Herren, ist uns auch bei einer Sprungbrettveranstaltung aufgefallen.